Hallo Leute, willkommen bei diesem Testvideo. Heute teste ich Unicorn Slime mit einem Unicorn Inside. Also ich vermute, da ist ein kleines Einhorn drin. Ja, das habe ich in einem Nanunana bekommen und zwar für 2,50 Euro. Hier kann man da auch sehen. Okay, dann mache ich das mal auf. Bisschen anders als sonst ist die Verpackung nicht in einer Dose, sondern in einer Tüte. Okay. Ja, so will er nicht raus. So schon wieder. Gut, und hier ist anscheinend das Einhorn. Ja, es ist ein Einhorn drin. So wie es drauf steht, kann man eigentlich nicht meckern. Aber nun ja, es ist schon ziemlich popelig. Aber für 2,50 Euro konnte man vermutlich auch nicht mehr erwarten. Und hier haben wir jetzt einen glibberigen Slime. Gut, das ist auch ohne große Überraschung, weil die meisten Slimes, die man preiswert kaufen kann, sind ja solche Glibber-Slimes. Und der hier hat eine ganz schöne Farbe und schimmert so metallig, pearlmäßig. Das finde ich ganz in Ordnung. Ja. Kann man irgendwie auch gar nicht sehr viel zu sagen. Er reißt halt relativ schnell, wenn man ihn auseinanderzieht. Es ist einfach ein ganz anderer Slime als ein selbstgemachter Slime aus Kleber. Das ist sozusagen eine andere Slime-Klasse. Und wenn man das aber weiß, dass das halt so ein Glibber-Slime ist, ja, dann ist es auch in Ordnung, würde ich sagen. Ja. Also die Farbe gefällt mir von dem Slime. Dass ein Einhorn drin ist, ist ganz nett. Und wenn man bedenkt, dass es so ein Glibber-Slime ist, kann man an dem auch nicht groß meckern, würde ich mal so sagen. Okay, ich wünsche euch noch einen wunderschönen Tag und viel Spaß beim Spielen. Kennst du schon meinen Gaming-Kanal? Dort spiele ich zahlreiche familienfreundliche Spiele, zum Beispiel Sims 4 mit der 100 Baby Challenge. Aber ich spiele auch viele andere Spiele. Hauptsache, sie machen Spaß. Es gibt täglich neue Videos, meistens Let's Play und manchmal Bauvideos, Reviews und Tutorials. Ich freue mich, wenn ihr mal auf meinem Gaming-Kanal vorbeischaut. Oben rechts verlinke ich euch meinen Gaming-Kanal. Bezugsquellen zum Video findet ihr in der Infobox. Vielen Dank fürs Zuschauen und alles Gute, bis zum nächsten Mal.